Hallo und herzlich willkommen im Wald. Da euch ja meine spontane Waldbesichtigung so gut gefallen hat, habe ich gedacht, ich mache noch eine. Mit ein ganz winzig kleines bisschen weniger spontan, denn ich weiß schon, wo ich hingehe. Nämlich machen wir... Ich mag keine Motorräder. Wirklich nicht. Wir machen eine spontane Burgbesichtigung. Und zwar jetzt nicht eine Ritterburg im klassischen Sinn, was ihr euch jetzt wahrscheinlich darunter vorstellt, sondern noch was Älteres aus dem frühen Mittelalter, typischerweise stammend. Dieses Modell ist schon relativ alt, aber normalerweise die Bauweise und dieser Typus von Burg stammt aus dem sehr frühen Mittelalter und war eigentlich in den meisten Fällen als Schutz vor Wikingerangriffen gedacht. Denn, dazu muss ich euch ein bisschen was erzählen, die Wikinger, die hatten ja die lustige Eigenschaft, dass die mit ihrem Schiff angekommen sind, vom Schiff gesprungen sind, in die Siedlung gestürmt sind, alles ermordet haben, ja, und vergewaltigt haben, was sie nicht ermordet haben und danach erst ermordet haben wahrscheinlich. Man weiß es nicht so genau, es gibt keine Augenzeugenberichten mehr. Was sie jedenfalls nicht ermordet haben, haben sie dann meistens noch versklavt. Oder doch ermordet. Wie auch immer, jedenfalls haben sie noch gebrandschatzt und haben alles an Wertgegenständen mitgenommen, was sie so gefunden haben. Und das fand die einheimische Bevölkerung nicht so gut. Und warum waren die Wikinger so effektiv? Weil die kamen mit irgend so einem Drachenboot, noch mit einem Monsterkopf vorne drauf, plötzlich, am besten noch aus dem Nebel, so ganz Hollywood-like, in die Siedlung eingefahren. Und Siedlungen lagen ja quasi nahezu immer am Wasser. Mit dem Schiff waren sie in der Lage, auch auf sehr flachen Gewässern vorwärts zu kommen, weil diese Teile kaum Tiefgang hatten. Und außerdem waren die noch super schnell. Das heißt, da gab es schon Potenzial, ziemlich schnell in so einer Siedlung anzukommen, ohne dass die entsprechenden Siedler davon großartig viel gemerkt hätten. Und eben durch den niedrigen Tiefgang dieser Boote sind sie auch sehr weit ins Landesinnere vorgedrungen. Ob sie jetzt bis ganz tiefstes Süddeutschland hier gekommen sind, ja. Ich persönlich gehe davon aus, weil es gibt keine historische Erklärung, wozu diese Burg hier genau gut war, die wir uns jetzt gleich angucken. Daher habe ich mir meine eigene zusammengebaut, einfach damit ich hier mehr Spaß haben kann, damit ich mir ein bisschen vorstellen kann, oh, jetzt kommen die Wikinger und du musst sie aufhalten. Man muss dazu sagen, ich habe in dieser Wehranlage auch meine ersten Nächte im Wald verbracht, vor langer, langer Zeit, gefühlt langer, langer Zeit. Und ja, dementsprechend verbindet mich damit jetzt einiges und das ist so einer meiner Lieblingsplätzchen, den ich euch jetzt eben zeigen werde. Und für die ersten Nächte im Wald ist es einfach praktisch, wenn man in einer ehemaligen Burg pennt und irgendwie davon ausgeht, das sollte man jetzt hier von irgendwas, was auch immer, den Wikingern am besten, angegriffen werden, dann kann man sich hervorragend verteidigen, weil das ist ja eine Burg. Die ist nur von zwei Seiten angreifbar und von den anderen Richtungen kann eh keiner kommen. Von daher sehr toll. Aber gut, nehmt mal zur Kenntnis, dass das hier der Zugangsweg ist, der moderne Zugangsweg. Es geht ziemlich steil hier rauf bzw. runter. Ich bin ja jetzt schon hochgelaufen und filme jetzt nach unten. Normalerweise kommt man natürlich von unten. Das ganze Ding ist nochmal so circa 40 bis 50 Meter höher als die umgebende Landschaft und nennt sich Schanzenberg, weil quasi das Ding hier schanzenförmig dann so einen Kamm bildet und auf diesen Kamm kann man nach oben laufen zu eben dieser Burganlage, die dann auch auf dem Kamm gelegen ist und den Kamm quasi komplett einschließt. Wenn ihr hier mal links guckt, stellt ihr fest, ab da geht es dann steil bergab und zwar wirklich richtig, richtig steil. Es ist nicht so, dass kein Hochkommen wäre, aber es ist schon enorm anstrengend, insbesondere wenn du jetzt irgendein Krieger bist, der hier oben was Böses will. Und auf der anderen Seite kann man es sogar noch besser sehen, geht es auch sehr, sehr, sehr steil runter und fällt ordentlich ab. Also ein Hochkommen seitlich ist zwar möglich, aber wenn dann nur unter viel Keuche und Gestöhne und wenn dann oben jemand steht und einen mit Steinen bewirft oder Ähnlichem, wird es richtig, richtig schwierig. Ja, der erste Hinweis darauf, dass es hier was Historisches geben könnte, stellt dieser Graben in Anführungszeichen dar, weil ein Graben auf einem Kamm
mal überhaupt keinen Sinn macht. Also natürlich kann der nicht entstanden sein. Dafür müsste ein Fluss den Kamm entlang fließen und sowas gibt's nicht. Also Flüsse fließen, wenn, dann den Kamm runter und nicht entlang des Kamms, sondern seitlich. Und außerdem, wo soll denn das Wasser herkommen, das so ein großes Flussbett irgendwie speisen könnte? Dafür müsste irgendwo eine Fläche sein, wo genug Wasser hinregnen kann, um eben sowas zu speisen. Und das ist völlig unmöglich. Weil es auf dieser Kammlage einfach nicht genug Platz gibt, schlicht und ergreifend, dass da so viele Wassermassen irgendwie hinkommen könnten, um sowas zu bilden. Das ist wirklich eine historische Wagenstraße. Da hat man mit schwerem Fuhrwerk das entsprechende Material, das nötig war, um die Burg, die wir uns gleich anschauen, zu bauen, hier hochgekarrt und natürlich auch später die Vorräte und Ähnliches. Gehen wir da nochmal rein. Sorry für die Wackelkamera. wenn jetzt nicht die Äste im Weg wären, oder von hier unten könnt ihr es auch noch mal schön sehen. Also es ist einfach ein ausgefahrener, recht breiter Weg. Und historisch ist man mit diesem Ding hier eben entsprechend hoch. Und da geht es in die Richtung weiter, wobei er da undeutlicher wird. Je tiefer man kommt, desto deutlicher ist das Ding ausgewaschen bzw. ausgefahren. Und jetzt gehen wir mal auf dem historischen Wege in Richtung der Burg. Und dummerweise habe ich jetzt da hinten irgendwo mein Stativ stehen, das muss ich mitnehmen. Also diese kleine Einbuchtung hier, das da, ist der Rest vom historischen Zugangsweg. Ich bin jetzt hier wieder auf den normalen Wanderweg ausgewichen, weil da der Aha-Effekt irgendwie besser zu verdeutlichen ist. Noch ein ganz normaler, schöner Waldweg. In einer hübschen Umgebung und man läuft hier lang und denkt sich nichts Böses und dann realisiert man, dass man hier auf irgendwas Eigenartiges zuläuft. Nämlich, da ist doch ein Wall und in diesem Wall, hier besonders schön zu erkennen, ne? Wo kommt der denn her? Warum ist denn jetzt hier auf einmal so ein komischer Wall? Ist der natürlichen Ursprungs? Nein, ist er nicht. Und warum geht er komischerweise genau bis zur Kante des Berges, wo es dann steil runtergeht? Und warum ist am Ende des historischen Weges komischerweise so eine V-förmige Vertiefung in diesem Wall? Stellt euch bitte vor, dass das hier jetzt wirklich das Burgtor ist, denn das wird es vermutlich gewesen sein. Eben gerade da halt dieser Eingang, wenn man so möchte, am Rande des historischen Weges liegt, der als solcher absolut zweifelsfrei zu erkennen ist. Was man dazu sagen muss, solche Wälle, in Anführungszeichen, findet man im Wald relativ häufig. Die gibt es auch schon aus der Keltenzeit. Auch wenn das hier schon eine mittelalterliche Burg ist, haben die Kelten ein bisschen ähnliche Anlagen angelegt. Das waren die sogenannten Viereckschanzen. Wenn ihr viel Glück habt, habt ihr bei euch daheim irgendwo eine. Wir haben leider weit und breit keine, sonst würde ich euch mal eine zeigen. Aber ich habe auch schon welche gesehen, aber leider kann ich mich partout nicht mehr erinnern, wo die genau gewesen sind. Das war auf Exkursion. Dass man so sehr damit beschäftigt, Wissen anzuhäufen, dass man einfach nicht mehr dazu kommt, sich auch noch zu merken, wo man da eigentlich jetzt genau ist und wie man da wieder hinkommt. Weshalb ich bereue es sehr und würde gerne dieses Ding nochmal wiederfinden, aber keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Wie dem auch sei, das da ist wahrscheinlich wirklich der historische Zugang. Ganz oft ist es einfach so, dass diese Wälle im Weg sind und derjenige, der da Holz machen will, sich dann halt einfach ein Loch reingräbt mit ein bisschen schwererem Gerät. Wenn das 20 Jahre her ist oder was, dann sieht das auch so aus, als ob das ein historischer Zugang wäre. Ist dann natürlich aber trotzdem nicht der Fall. Das Ding hier wird aber wahrscheinlich gleichzeitig der Originalzugang als auch eben dann später der Zugang von diesem Wanderweg schlicht und ergreifend gewesen sein. Aber jetzt gehen wir mal in die Burg. Historischer Moment. Wir betreten dieses mindestens 800 Jahre alte, nicht Gemäuer, aber naja, Anlage. Und da sind wir drin. Tada! Ich bin jetzt hier oberhalb vom Tor. Also ihr könnt schon erkennen, dass dieser Wall hier definitiv existiert. Und man kann auch also schon sehen, dass das nicht natürlichen Ursprungs sein kann, weil an dieser Stelle macht es einfach überhaupt keinen Sinn, ich hänge im Busch, irgendwie sowas hier anzulegen, von Natur aus,
das macht einfach überhaupt geländemorphologisch keinen Sinn, dass hier plötzlich so ein Wald, so ein Wall mitten in der Landschaft ist. Übrigens ein interessantes Phänomen, was man gerne mal bei solchen Wallanlagen und Ähnlichem findet, ist, dass hier jemand gegraben hat. Und hier kann man es nochmal schöner sehen. Es gibt immer mal wieder Hobbyarchäologen, die leider irgendwie auf die Idee kommen, in solche Sachen reinzubuddeln, weil sie der Hoffnung sind, in der Hoffnung irgendwelche Speerspitzen, Pfeilspitzen, Tonscherben, irgendwas zu finden, was man auf eBay verticken kann, was enorme Schäden anrichtet, so eine Aktion. Denn, ich hocke jetzt hier in dem Loch mal so halber drin, wichtig ist immer, wenn man irgendwelche Scherben, Pfeilspitzen oder sonstiges Zeug dann tatsächlich mal findet in solchen historischen Anlagen oder an solchen historischen Anlagen, ist extrem wichtig der sogenannte Fundzusammenhang. Man kann nämlich mit einer Pfeilspitze oder ähnlichem als Historiker überhaupt nichts mehr anfangen. Die ist wirklich völlig wertlos, wenn man nicht weiß, wo die gefunden wurde. Sonst ist es einfach unmöglich, irgendwelche Rückschlüsse darauf zu schließen, wem die gehört hat, haben kann und wie alt die jetzt sein kann, weil man dafür einfach wissen muss, aus was für einer Struktur kommt denn jetzt dieses Ding eigentlich? Wo hat man das gefunden? Weil man kann gerade bei solchen Rundwallanlagen, weil Rundwallanlage, das hier ist eine mit runden Wellen, also zumindest rundlichen Wellen, die sind meistens aus dem frühen Mittelalter stammend und eben diese Viereckschanzen, ich habe es eben schon erwähnt, die sind von den Kelten und bedeutend älter. Also fallen zeitgleich mit den Römern zusammen, also mindestens mit den späten Römern. Demzufolge ist das schon immer mal ein deutlicher Unterschied von mehreren hundert Jahren und das ist schon wichtig, einfach damit man einordnen kann, wie alt sowas ist. Und ein Fund, bei dem man nicht weiß, woher er kommt, ist quasi fast nutzlos. Heißt, es entstehen enorme Schäden, wenn so ein Zeug einfach auf eBay vertickt wird. Abgesehen davon, dass es eigentlich in ein Museum gehört und nicht privat in die Hände von irgendjemand. Das heißt, wenn ihr sowas findet hier, insbesondere irgendwelche keltischen Grabhügel, oder eben aus der frühen Eisenzeit stammende Grabhügel. Das ist auch was ganz Beliebtes. Die sind fast immer auch oben angebuddelt. Kommt bloß nie auf die Idee, irgendwelche solchen komischen hügelartigen Strukturen anzugraben. Da kann enormer Schaden entstehen. Und wenn es sich um Grabhügel handelt, die tatsächlich noch intakt sind, dann ist es besonders schlimm, weil diese Grabhügel Höhle da drin, diese Aushöhlung, die da möglicherweise sogar noch intakt ist, als Höhle, in Anführungszeichen. Wenn man die mal angegraben hat, dann kommt Luft dran, da werden Prozesse in Gang gesetzt, die unter Umständen eben das vernichten können, was da jetzt noch konserviert ist. Und gerade wenn sich solche Sachen im Wald befinden, was fast immer der Fall ist, schützt tatsächlich der Wald und die Wurzeln, die sich auch in diese Struktur reingegraben haben. Das ist auch bei dieser Anlage der Fall, weil wie ihr ja sehen könnt, wir befinden uns hier mitten im Wald. Das schützt auch irgendwo die Anlage, allein schon dadurch, dass keiner mit dem Traktor drüber fahren kann, weil die Bäume im Weg sind. Also der Wald ist immer ein Schutz für solche Kulturdenkmäler im Wald. Ich glaube, Waldkulturdenkmäler heißen die Dinger auch ganz offiziell. Also all diese Sachen, Grabhügel, Burgruinen, ganz alte halt eben ohne Stein. Und ja, aber was man zum Beispiel gut sehen kann an diesem Loch, da es jetzt nun existiert, ich habe hier mein Bein wirklich so bequem, sehr tief drin und es gibt keine Steine. Also das ist ein reiner Erdwall. Sie haben hier wirklich null Steine aufgeschichtet. Was man halt eben jetzt dadurch bemerkt, dass halt hier jemand gegraben hat. Also solche Grabungen sind theoretisch irgendwo schon hilfreich, aber man muss halt immer vorsichtig sein, dass man das dann auch dokumentiert und irgendjemand weiß, wann wurde hier wie, wo, wann und warum gegraben und man hat dabei XY gefunden. Gut. Also hier nochmal fürs Protokoll, das hier ist so der erste Wall, das Teil hier. Der geht jetzt hier langsam zu Ende und geht dann hier einfach im Prinzip über in dieses, hoppala, da bin ich ins Loch getreten, Hochplateau, wenn man so möchte, das größtenteils von Kiefern, paar Esskastanien, also oder auch Edelkastanie, paar Buchen und vielen, vielen Eichen bestanden wird. Also größtenteils Kiefer, falsch. Ich glaube, der häufigste Baum ist vielleicht wirklich die Eiche.
damit ich jetzt hier nicht nur was zu historischem Zeug erzähle, nehmt mal ein bisschen zur Kenntnis, hier haben wir eine sehr buschförmige Tanne. Tanne wächst normalerweise nicht so buschig, strauchförmig. Das heißt, das Ding ist halt ständig verbissen worden. Die versucht schon einen Trieb zu machen, der nach oben wächst, wie das klassische Tannenbäumchen, das man sich bei Weihnachten, an Weihnachten ja auch gerne irgendwo hinstellt. Aber wenn dieser Haupttrieb halt jedes Mal abgebissen wird, bleibt der Tanne nichts anderes übrig. Sie kann im gleichen Jahr nicht noch einen neuen Haupttrieb bilden. Das geht nicht, die brauchen sehr viel Energie. Daher kann sie halt höchstens noch so ein paar Seitenzweigchen ausbilden und noch ein bisschen in die Seite wachsen. Die werden auch nicht so gern gefressen, denn das Reh ist ein Konzentratselektierer und holt sich halt eben besonders gerne diese Haupttriebknospe, weil die halt eben die meisten Nährstoffe enthält, insbesondere eben so Sachen wie Mineralien. Und wie ich euch letzte Woche erzählt habe, ist es eben das gar nicht so einfach als Pflanzenfresser an diese Mineralien ranzukommen. Ja, und das ist halt eben dann die einfachste Möglichkeit, die dann doch zu bekommen, möglichst die mineralienreiche Pflanzennahrung futtern. Was ist interessant ist, ist halt eben erstens steht hier so ein ständig verbissenes Tännchen und zweitens ist hier so eine seltsame Stelle, die so seltsam laubfrei ist. Da wird wahrscheinlich auch der Rehbock ein bisschen rumgetobt haben. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Also sowas hier ist in der Regel kein Zufall. Weil das Laub fällt ja auch dahin. Das fällt ja nicht nur außen rum. Da gibt es ja jetzt nichts, was das irgendwie verhindern würde, dass da Laub hinfällt. Und dass jetzt irgendeine Person hier durchgelaufen ist und jetzt hier ein bisschen das Laub beiseite geschart hat, kann man auch ausschließen. Das wird wahrscheinlich der Rehbock gewesen sein, der hier geplätzt hat. In der Regel sind solche Plätzchen aber viel größer. Also nicht viel größer, aber schon größer.